Hallo meine lieben Freunde, in den letzten Tagen habt ihr sehr viel von den Engeln erfahren. Wir haben sie gerufen, ihre Anwesenheit gespürt. Wir haben mit ihnen visualisiert und mit ihnen geträumt, haben Vertrauen zu ihnen aufgebaut und sie in unseren Alltag gelassen. Wir haben meditiert und unseren Schutzengel kennengelernt. Aber wissen wir überhaupt, was Engel sind? Die Bezeichnung Engel wird vom griechischen Wort Angelos abgeleitet und bedeutet Bote. Die Engel stammen aus der göttlichen Quelle und verbinden uns unmittelbar mit Gott. Er hat diese wundervollen Geschöpfe geschaffen, die uns schützen und führen. Sie leben auf einer höheren Schwingungsebene. Normalerweise können wir sie nicht sehen, doch die Engel machen sich bemerkbar. Viele Menschen spüren ihre Anwesenheit in ihren Träumen und Visionen. Manche können sie auch hören. Die Engel haben die Aufgabe, für die Menschen da zu sein, ihnen zu helfen und sie zu beschützen. Mit diesen Aufgaben steigen die Engel aber auch selbst in ihren Hierarchien auf. Warte nicht darauf, bis es dir schlecht geht, sondern lade die Engel vorher schon in dein Leben ein. Sie sind stets bereit, dir zu helfen. Engel sind keine Menschen und Menschen sind keine Engel. Doch allerdings verhält es sich mit unseren Geistführern etwas anders. Sie haben als Mensch auf der Erde gelebt. Beispielsweise kann das eine verstorbene Verwandte sein, die starb, als du noch klein warst, aber auch bereits schon vor deiner Geburt. Du spürst, sollte ein Geistführer oder ein Engel bei dir sein. Durch unsere Inkarnation werden wir durch unseren Schutzengel begleitet, der uns in- und auswendig kennt, bedingungslos. Doch alle Engel, ob persönlicher Schutzengel, alle Engel, ob dein persönlicher oder dein Schutzengel, warten darauf, dass du sie rufst. Lasse dich leiten durch ihre Intuition. Sicher lohnt es sich, diese wunderbaren Geschöpfe zu rufen. Bitte die Engel um Hilfe, wenn du Hilfe brauchst. Bitte die Engel um Schutz, wenn du Schutz brauchst. Bitte die Engel um Mut, wenn du Mut für eine bestimmte Situation brauchst. Bitte die Engel, die Wahrheit zu finden und darum, dass du dir treu bleibst. Und all des vielen mehr, was du gerade brauchst. Nimm die Hilfe der Engel an und ihre Liebe auf. Du wirst sehen, dein Leben verändert sich. Wenn ihr die Videos davor angehört habt, habt ihr viele Anregungen bekommen, wie ihr den Kontakt zu den Engeln herstellen könnt. In lichtvoller Liebe, eure Deria.